Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns! Ich habe eine Nachricht von Cranky erhalten. Mein Junge, wie ich sehe, brauchst du Ballons. Hier hast du eine kleine Hilfe auf deinem weiteren Weg. Alles Liebe, Cranky! Ist er krank oder was? Schenkt uns zwei extra Leben. Na gut. Weiter geht's im Text. Wir waren stehen geblieben in Welt 3. Moment. Sieht aus wie das Opening. Und ich dachte schon. Nun denn, wir waren hier. Crankys Laden. Genau, da gehen wir jetzt erstmal hin. Sag diesen Tickies, sie sollen weniger Lärm machen. Ich bin ein alter Affe, der seine Ruhe braucht. Können wir uns den Schlüssel leisten? Ja, natürlich. Guck dich mal an, was ich für Geld habe. Versuchst du alle Geheimnisse der Insel zu lösen oder nimmst du eine Abkürzung? Okay. Gehen wir mal. Schließ das Tor hinter dir, wenn du rausgehst. Ich hab dich schließlich nicht in einer Scheune großgezogen, oder? Okay, damit öffnet sich das hier. Ich glaube, da gehen wir jetzt auch erstmal hin. Was ist das denn? 3-3 und das hier ist 3-4. Feuchtes Verlies? Ups, das. Na gut, dann gehen wir erstmal hier hin. Mastenschießerei. Ja, ich bin gespannt. Sieht wieder ziemlich dschungelmäßig aus. Na gut, Ruinen können auch meistens im Dschungel verweilen. Sag bloß, es ist ein Level voller Fässe. Fässer ist die Mehrzahl. Mein Gott. Das war ein bisschen zu viel Optimismus in dem Sprung. Ich könnte mir auspusten, aber ich habe jetzt keinen Nerv dazu. Was? Noch weiter nach hinten? Okay. So, zufrieden. Würde mich mal interessieren, was das bringt, dass wir die pusten. Okay. Die Frage hat sich jetzt erübrigt. Oh nein, das K. Na gut, komm, das wollen wir haben. Wir wollen das K haben. Ich habe mich inzwischen entschieden, wie ich das mache. Ich spiele das Spiel erstmal einmal komplett durch. Okay, da bin ich ja schon dabei. Und dann sammle ich alle Kong-Buchstaben und alle Puzzleteile. Level für Level. What is this? Wie machen wir das kaputt? Bringt nichts. Sieht aber nur aus wie Bananen. Jede Menge Bananen, aber es sieht nur aus wie Bananen. Na gut, so schwer ist das hier nicht zu bekommen. Immer noch graben. Ich dachte, ich wäre die endgültig los. Oh nee, müsst ihr das kaputt machen? Moment, ich weiß die Lösung. Wer sieht. Wie sieht er mich an eigentlich? Und? Ihr könnt doch auch hier hinschießen, oder? Komm. Können sie nicht. Schade, ich dachte, das wäre die Lösung. Au. Und jetzt können wir zu euch. Das finde ich immer ganz astrein, diese Bonuslevel. Wenn man so nennen kann. Da ist ein Gitter, wie komme ich denn da durch? Oh, okay. Mit Gewalt. Sehr schön. Geld, ich brauche Geld. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir am Ende die Puzzleteile, wenn wir die sammeln, dass wir schon das eine oder andere Mal Squawks brauchen. Die können wir doch auslösen. Damit ballern wir selbst dahin, wo wir eben waren. Ob das so schlau ist? Hier geht's weiter.
Verdammt. Ah, da, da, verdammt, verdammt, verdammt. Okay. Okay, wenn das so ist. Wow, aufgepasst. Da ist das N. Was bringt uns das Schiff am Ende oder geht's nicht weiter dahin? Müssen wir mal gucken, ob es noch weiter nach rechts geht. Ach, es geht auch da weiter. Ich habe gedacht, das wäre ein Bonus-Level, Mann. Au. Gut. Gefällt mir. Dann gehen wir halt nochmal da rein. Das gibt Kohle. Apropos Kohle. So. Richtig schöne Levels. Ich muss fetten Respekt aussprechen. Auch wenn ich hier ein bisschen hektisch war. Okay, leicht war Donkey Kong Country noch nie. Ich gebe ja zu, ein bisschen blöd habe ich mich angestellt eben. Aber dennoch. Komm, ballert hier drauf. Oh, verdammt. Habe ich nicht gut genug aufgepasst. Gut. Wir lösen das jetzt auch hier mal, weil... Auch wenn es noch so cool ist, so lange sollten wir uns nicht hier aufhalten. Immerhin kriege ich jede Menge Kohle, ne? Auch das kann ich gebrauchen. Kann man diese Tür da eigentlich öffnen? Nee, oder? Das sieht aus, als bräuchte man einen Schlüssel. Aber ich meine generell. Man findet ja keinen Schlüssel einfach so. Scheiß rote Krabben. Wow. Respekt. Checkpoint. Das habe ich mir doch irgendwie so gedacht. Jetzt noch das G und dann bin ich zufrieden. Wow. Oh, oh. Hey, da oben hätten wir uns hangeln können. Au. Da wächst Gras am Mast. Naja. Aufgrund weniger Energie würde ich mich sehr über ein Donkey Kong Fass freuen oder oder über die Einstellung der Kanonenschüsse, bitte. Oder über ein Herz, ja. So, ich schätze, hier geht's weiter. Ballert mal drauf. Oh, verdammt. Zu nah am Geschehen. Nur ein Bonuslevel, wie schade. Vollste Konzentration, bitte. Das Blöde ist, wir müssen uns zweimal runterwerfen. Oh, bitte. Das darf nicht wahr sein. Und dann kann es schon mal wieder nicht klappen. Volles Risiko. Ach, ich könnte. Mann, oh Mann. Ärgerlich. Vor allen Dingen kommen immer wieder dieselben Bonuslevel. Ich meine, nicht schlecht, aber. Naja. Na egal. Wo geht's denn weiter? Geht mal wieder oben lang. Einfach nach rechts. Ballert mal das hier kaputt, ich glaube, das ist irgendwie von Bedeutung. Kann das sein? Okay. Na toll. Und jetzt? Muss ich irgendwie... Ah, da ist was offen, oh mein Gott. Seit wann?
Ach, da bin ich ja rausgekommen aus dem Bonus-Level. Ist ja gut, Leute. Dass ich diese Tür nicht einrammen kann. Furchtbar. Dann gehe ich halt über die Masten wieder hoch. Das kennen wir aus Donkey Kong Country 2. Die habe ich nicht kommen sehen. Aber macht nichts, halb so schlimm. Von Schiff zu Schiff. Ich dachte, wir sind in den Ruinen. Moment mal, wir können das Bonuslevel nochmal in Angriff nehmen, ne? Toll, hast 300 Treffer. Gut, versuchen wir es nochmal. Erstmal unten alles. Ich weiß, wie ein bisschen mehr Taktik würde reinkommen jetzt, wenn ich das in etwa so löse. Das sieht doch schon wieder viel besser aus. Und wir haben noch jede Menge Zeit für die letzte Münze. Oh. Mann, oh Mann. Lass rein. Ich meine, ist ja nur ein Puzzleteil, aber trotzdem. Würde mich dennoch interessieren. Danke. Wie das so ist, also bleiben gesammelte Puzzleteile gespeichert? Das muss ich irgendwann nochmal herausfinden. Au! Oh Gott! Wow, es ist ein bisschen gefährlich gerade. Jetzt habe ich es doch endlich verstanden, wenn man auf einen Gegner drauf springt und dabei A drückt. Dann. Wow. Ich muss ein bisschen aufpassen, hey. Hier geht's ganz schön zur Sache. Und A drückt, dann springt man höher. Nicht nach oben drücken oder so. Egal, wir gehen jetzt ganz schnell wieder dahin, weil wir müssen ja auch den Bonuslevel nicht mehr machen. Wir kriegen das schon noch hin. Aber das mit dem Hangeln, das finde ich gut. Das bringt irgendwie Affenfeeling ins Affenspiel. Jetzt fehlt das N. Wo war das denn? Ach so, da am Speicherpunkt. Okay. Ja, schade. Egal. Das sind mir ein bisschen zu viele Kanonen, da achtet man gar nicht so viel drauf. So viel, wie es nötig wäre. Aha. Scheiße. Ey, cool, hier ist noch was. Machen wir das kaputt? Okay. Ach so, da die Schere nach oben. Mein Gott. Jetzt hole ich mir das N, verdammt. Sowas. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht in diesem Part noch hinkriegen. Wir sind ja schon lang beim G. Also bitte. Ist halt schade, dass es so wenig Donkey Kong-Fässer gibt. Wenn man das vergleicht mit den ersten drei Teilen, wie oft die da vorkamen. Ja, toll. Super. Na gut, wir haben auch zwei Herzen, so ist es nicht. Aber sonst hätten wir vier. Achtung. Genau. Doppelt genau. So ein Scheißdreck. Oh. Zum Kotzen, aber hier habe ich ein Herz. Das werde ich nutzen. Die Spannung steigt. Ist es in diesem Part zu schaffen? Okay, die Zeit geht so neige. Das ist ja echt. Oh Mann! Ich habe gesagt, das könnte man auch
könnte man auch drauf. So ein Mist. Falsch gedacht. Wahrscheinlich kommt jetzt das Ziel. Wow. Ah, ist rein. Okay, Leute, aber weiter geht's im nächsten Part. Bis dann und ciao.